Hallo Leute, willkommen zum zweiten Vlog in Munich City. Wir fahren schon wieder nach Munich City. Das Wetter stinkt so krass nach Scheiße. Die Menschen, die anwesend sind. Einmal also PK. The Twins. Who's this? Wow. Dann haben wir Krusty Musty Edel. Dann haben wir Billy Shitty Mushy mit der Pyjama-Kische. Und dann haben wir the crustiest, mustiest Tira of all times. And of course, me. So Edel, wie fandest du jetzt den Geruch, diesen ekligen Bauerngeruch? Also es war die ekligste Erfahrung meines Lebens. Ich bin los, ganz ehrlich. Okay, da hast du was abgepackt. Wie fandest du den Geruch? Ich kenne dich heute. Ich weiß, es schmeckt nach Scheiße von einer fette Ameise. Und ich? Sie kommt nicht verstehen. Ja, Leute, ja. Ich fand den Geruch auch sehr schlimm. Es ist so ekelhaft. Es hat gestunken nach Stinkefinger sogar noch mehr. Es hat einfach gestunken nach Kacke. Okay. Also nach Scheiße von einem. Und es ist der 6.6.2023. Und die stinkt immer. Wisst ihr was? Ich fühle mich echt ausgeschlossen. Und dann die vier da drüben und ich bin ganz alleine. So Leute, wir waren letzten Monat erst dort beim Konzert von Artig und Suna. Oh, ich wollte wohnen. Was willst du jetzt? Hast du gekröpst? Ey, ten kwadrapczyk serwy. Also liebe Leute, wir sind beim Ostbahnhof angekommen. In the freaking cold, man. Es ist echt kalt, Leute. Es ist for real einfach kalt. Ich habe einfach Gänsehaut und es ist einfach Juni. Was? Ich weiß nicht, wieso ich gerade Jude Bellingham gesagt habe. Ah, das ist ein Koreaner. Flashbacks vom Februar. Als wir hier auf dem Klo waren und ein Mann hier einbrechen wollte. Das ist zu viel. Sie macht so. Anja, mir ist echt kalt. Mir ist echt kalt. Mir ist auch kalt. Wenn wir diesen Mann mal ein Outfit checken, fangen wir an. Achso, mit mir? Ja, oder? Okay. So, Leute, jetzt Outfit check. Also, meine Jacke. Ja? Aus Amerika. Aus von Shein. Ja? Dann habe ich hier das da an, aber ich habe das halt so zusammengebunden, weil das sieht so voll cringe aus. Ja? Meine Hose ist von H&M und dann habe ich noch meine Converse. Und dein Oberteil ist von? Mein Oberteil ist auch von Shein. Und ja, Tasche? Tasche ist. Michael Kors, die habe ich schon seit 10 Jahren oder so. Deine Haare? Meine Haare sind von Geburt an. Schuhe Nikes, Jordans, Hose Stradivarius, Oberteil von Primark, Jacke von Ape oder so, keine Ahnung, was ausspricht. Tasche von Puma. Und dein Schmuck, genau. Regulärer Schmuck von Ernstings, H&M, keine Ahnung, auch H&M und so Ernstings. Also, außer wie. Ich trage und Schmuck nach vom Inka-Kauf. Und zwar habe ich einmal so ein süßes. Genau. Dann dieses Süße. Und dann dieses Süße. Ja. Warte, meine Ohrring muss auch noch zeigen. Achso, die hier, meine Uhr und hier auch noch zwei Ohrringe. Und dann meine Ohrringe. Oh, die sind so süß. Das ist ein Set. Ja, warte. Und Schuhe. Und jetzt? Und jetzt Eylül. Das hat sie von mir, das habe ich Eylül geschenkt. H&M, Schuhe, Huf. Und deine Tasche, dreh dich um. Captain Zahn. Und jetzt kommt der Chicago Bulls Fan. Was ist los? Käppi Chicago Bulls, Oberteil Chicago Bulls, Hose Chicago Bulls, Schuhe Nike Jordans, zeig mal. Und Rucksack, dreh dich um. Zeig mal deine schnicke Handtasche dir. Und deine Handtasche, zeig mal deine Handtasche. Nice. Zeig deine Uhr. Wie viel Uhr haben wir es? 9.39 Uhr. Als ob es so früh ist. Ja, es stimmt, es ist 9.39 Uhr. Also, so wie es aussieht, machen wir jetzt was Fotos. Ja, mach. Okay, gib mir Geld. Standardfoto, gell? Ja. Mehr mit. Was gibt. Was für Chicken? Du musst Fotos machen. Problem, Kojunio. Ja. Wieso kriegst du das? Kojunio? Wie lange hast du klein? Nee. Okay, Billy macht jetzt ein Foto. Bitte schließen Sie den Vorhang. Macht zu. Stellen Sie Ihren Sitz so ein, dass Sie auch mit Augen.
Wie soll ich es einstellen? Das ist voll weit unten. Zweites Bild. Oh, das ist mega! Zack. Das ist gut geworden, glaube ich, oder? Mega, das ist komisch. Das Originalfoto. Leute, jetzt ist Sula dran mit Passfotos, weil mein Passfoto fällt heute raus, deswegen er fällt dieses Jahr allerdings kaputt, deswegen. Ich brauche einen Personalausweis. Ah, same. Bis beschert bist gerade. Kein Wechsel. Nein. Oh mein Gott, Leute, wir können nicht lesen, ne? Leute, wir können nicht lesen. Ach so. Okay. Du musst, ja genau, du musst nach hinten gehen. Okay. Sie werden viermal fotografieren. Drück noch nicht auf, lass dich viermal fotografieren, drück nie auf die Fotos drauf. Also Leute, ja, wir haben ein Emo-Passbild, Alter. Was ein krasser Emo bin ich denn? Das ist echt krass. Aber meiner ist so unscharf. Das geht schon. Das geht schon. Ich brauch das eh nur für meinen Personalausweis. Doch, eigentlich. Man denkt, das ist ein Mugshot. Ja, ich sag doch Emo. Leute, man denkt, ich bin ein Emo. Billy, wo ist deins? Egal, ist normal. Billy, ne? Wo ist deins? Das sieht so komisch aus, ja. Wir machen jetzt so Mugshot-mäßig. Oder wie heißt das? Ja, Mugshot. Mugshot. Spricht man das echt Mugshot aus? Ja. I'm a mess. Oh, das ist so ein Spaßfoto. Mei, was ein Spaßfoto, Leute. Ich glaube, dieses Ding ist halt echt vom Jahr 1999 oder so. Dankeschön für meinen Mugshot. Alien. Meins ist echt in Emo, Leute. Billy, Leute, das ist süß. Oh, du warst eben hängen. Das ist personal. Ja, das letzte. Okay, Leute, letzte Person für heute. Nein, egal. Let's go, let's. Das ist Ton Nummer 1 und jetzt ist Ton Nummer 2. Okay, Leute. Das ist gut. Das ist gut. Also, du kannst das doch hier nehmen. Das doch hier ist echt sehr, sehr schön. Leute, ganz kurz, wir haben gerade wahrscheinlich diesen Automaten um 24 Euro erreicht. Hat. Und diese 24 Euro hat er wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren nicht gesehen. Schaut mal diese Mucke. Ja, wir? Ja, wieso haben wir denn dann Fotos hier gemacht? Das ist schon als wäre ich nicht von 1980. Meme. Oh. The last one. Let's see the last mugshot. Darf ich das in meinem Vlog zeigen, Tante? Mei, wie süß. Hier. Ich will ja echt nicht gemein klingen, aber... Aber sind wir in All of Us Are Dead oder so? Die sagt nicht mal, ich hab dich gefilmt. Mehmet, die sagt nicht mal Danke, sie schaut nicht. Was eine Ehrenlose. Pass Münchner. Leute, ich habe einfach unseren Vlog vergessen. Wir sind gerade angekommen. Hier am Marienplatz. Ja, Leute, wir sind zur perfekten Zeit gekommen. Es ist gerade 10.10 Uhr oder so. Also Leute, wir haben die Twins, den Mehmet, Ailey, mich, Bailey und Laura. Und wir sind am Stachus. Leute, happy dance. Ihr müsst wissen, Bailey war heute früh richtig schlecht drauf. Ja. Jetzt ist sie gut drauf. Langsam, es war so gestresst und jetzt geht's wieder. Also Leute, wir manifestieren übrigens irgendwelche TikToker. Weil die letzten paar Male... Oder so. Bitte Emir Bayrak, ich will einmal in meinem Leben Emir Bayrak. Ey, das Saturn, wollen wir gleich als erstes zu Saturn gehen? Bismillah.
Leute, wir haben einmal hier Noelle Goes Crazy gesehen, hier auf dieser Straße einfach. Wir sind bei den Alpen. Oh, das ist sogar Lizzo. Oh mein Gott, Alter. Das ist krass, was sie das Johnny. Aber nein, das kostet viel Geld. Johnny kostet nur 15 Euro. Wieso kostet Johnny nur 15 Euro? Der arme Johnny, man. Also hier gibt es, by the way, Dark Blood, Leute. Ich verstehe jetzt eh, du weißt noch, wir damals, ich schwöre. Ich bin gerade jetzt auch tempted, das zu mitzunehmen, aber Leute, ich habe schon alle drei. On the way, this and this and this. Oh mein Gott, hier gibt es sogar the Chinese version. Stray Kids. Leute, wenn ihr jetzt nur wüsstet, wie sehr ich mich gerade davor drücke, ein scheiß Dark Blood Album zu kaufen. Ich kaufe jetzt das. Der Abel kauft sich Unforgiven, machen natürlich ein Unboxing. Lass mal die Poster angucken. Vielleicht gibt es da was Cooles. So, hier sind ein paar Mangas. BTC. BTC Follow Me. Das ist auch BTC, Leute. Das ist super, aber so eine cringes BTC. Ach, Billy, dieses BTC kaufe ich dir. Hä, was passiert denn hier? In welchen Backrooms sind wir hier gelandet von Saturn? Vor allem jetzt ist es auch noch so leise. Leute, Saturn stirbt ab einfach. Wieder kommen. Also ich bin stolz auf mich, dass ich mich davon gedrückt habe, ein Dark Blood Album zu kaufen. Gell, Bailey? Yes. Und Tippe? Okay, das ist ein scheiße Spiel. Ja, das schätze ich sogar an. Oh mein Gott, Leute, ASMR. Also ey, das geht an dich, du Ehrenlose. Wieso packst du dein Album aus, ohne dass ich das in meinem Vlog habe? Ich hoffe, Billy schickt mir das Footage, weil sie macht gerade einen Vlog, ein Video davon. So Leute, Ehl hat sich, was hast du dir gekauft, Ehl? Unforgiven von Le Sserafim. Da gibt's auch. Kann ich dir gleich zeigen. Ich glaube, Le Sserafim von Hype, eine sehr, sehr coole Gruppe. Geht's, Billy? Okay, Elin. Alles ist schon ganz gut. Ja, komm, müssen wir? Ich hab YouTube bekommen! Nein! Oh mein Gott! Ich liebe sie auch! Anne, ich liebe sie auch. Sie ist mein Favorite von Le Sserafim. Sie ist die coolste. Ja! Jennifer, sie ist die coolste. Le Sserafim. Le Sserafim. Nochmal Yunjin. Oha! Oha! Einfach Glück. Ey, Elin, richtig schön. Dein Bias Wrecker. Wer war dein Bias? Kazuha. Kazuha. Und die Jungs. Ich hab euch beobachtet, also die Ehrenlose hat einfach Yujin bekommen, aber die ist ja Yunjin. Mega schön, Yunjin. Und Yunjin auch, sie ist groß, das auch sie. Kratschporei da, ne? 22. Hast noch ein bisschen Geld da. Ja, weil das normale hat 40 Euro kostet, sie hat mich gerne gekauft. Leute, ich verstehe nicht, wieso auf einmal Draco Malfoy wieder so in ist. Ich bin auf dieser Trasse. Wer ist noch unser cringy Draco Malfoy? Wie könnten wir den abschwenden? Bei Gott sei Dank. Also Leute, wir sind jetzt hier. Und wir haben echt keine Ahnung, was heute hier los ist. Also heute ist wahrscheinlich hier irgendwas. Okay, wir sind nur noch zu viert unterwegs. Weil wir zu Hugendubel gehen. Und dann gehen wir zum TK Maxx. Die anderen warten mit TK Maxx auf uns. Aber Leute, what the hell is happening hier? Schauen Sie sich das jetzt alles da oben an, oder was? Wie uninteressant. Also Leute, wir steppen jetzt zurück zu TK Maxx. Wir wurden auf jeden Fall fündig. Sie auch. Wir machen dann natürlich im Zug ein Haul, Leute. Wir machen im Zug ein Haul. Nein, du rufst nicht mehr an, du Lügner. Was ein Lügner, Leute. He's such a liar. So, ich finde es ehrlich gesagt nicht mehr so peinlich zu vloggen. Nee, finde ich auch nicht. Wir sind in Haul als Munich City und keine Sorge, kennt mich. Also, die machen jetzt alle Russen, okay? Ich auch. Weil, oh mein Gott, weil wir alle nicht mehr kennen. Das Brawl über dem Café Lucky Card zu finden. Und unsere Geschichte begann an einem ganz normalen Morgen. Percival Poe trank schwarzen Tee und aß das Kartoffelkuchen während der Zeit. Also wir streiten die ganze Zeit, er und sie, weil die sind Zwillinge und das wollen sie nicht wahrhaben. Ja, schau mal. Passt die was in Nummer 1 und passt die was in Nummer 2? Ich wollte eigentlich unsere kurze Brezenpause zeigen. Nur ich esse keine Brezen, weil ich bin cool. Also Leute, nur ich und Billy Sherry sind jetzt in Sephora. Total Brie. Oh, Billy Sherry hat schon was entdeckt. Also Leute, wenn ihr nur wüsstet, wie schlecht gelaunt wir gerade alle sind. Ja. Wir fahren jetzt zum Park. Ich sag mal, oh ja. Ich erinnere mich an das Sonne, ich schwöre. Und wir haben alle Hunger, deswegen haben wir alle schlechte Laune. Also Leute, wir sind hier mit Delphine und mit Celine. Hallo. Müsst ihr eine Hand zeigen?
Und wir sind jetzt im Pep. Wuhu! So sehr zusammen müssen wir. Also Leute, wisst ihr, wir sind nicht mehr alleine. Wir sind nicht mehr zu viert, sondern wir haben Besuch von Jenny und Jenny. Jetzt von Kylies Make-up aus. Ja, der ist auch richtig, richtig. Swatch mal. Und Bill Nye hilft. Und ich bin auch da. Yes. Herr Ingros hilft, sind schon wieder. Und die sind auch da. Servus. Oh mein Gott, der ist richtig. Oh mein Gott. Ich wurde mit den zwei Jennys alleine gelassen. Hallo. Und deswegen, und sie hat einfach ein Willkommensgeschenk bekommen und ich habe das nicht mal bekommen. Ich mach das jetzt auf. Mach auf. Cool. Was ist da? Oh mein Gott. Wow. Krass. So, Celine ist der Meinung, dass das da Jami Edition ist. Hijabi. Achso, Hijabi. Da steht auch Modest da vorne. Modest. Okay, okay, zeig mir mal dein Haul, was du so. Hast du was hier gekauft? Ja. So ein Rock? Mhm. Wir versuchen dich nicht zu zeigen, deswegen halt dich so. Und so ein Kleid, wo man so etwas halt lange so drüber anzieht. Richtig cute. Du bist cute. Also Leute, wir haben den Vlog voll vergessen. Wir sind jetzt bei McDonald's. Unsere Eltern sind auch da. Wir sind bei McDonald's. Nein, ich passe extra auf. Okay. Ach so. Genau. Und ich hab vergessen. Wir zeigen Celine ihr Armband. Sie hat sich einfach ein Swarovski-Armband. Wow, es ist so schön. Okay, schau mal, wir haben da. Ich habe einen so schönen Badeanzug. Sie hat einen Badeanzug gekauft. Ich habe mir noch mehr Sachen gekauft. Ihr kriegt da später ein Haul. Das ist ein Laden. Das ist von Anonym, Workplace. Ja. Mal schauen. Aber ich bin süßer. Leute, wir haben was ganz Süßes gefunden. Man sieht uns. Meine Hand. Also Leute. Sieht man meinen Arm? Ist richtig krank. Also Leute. Also Leute, wir sind alle tot. Man merkt, wie K.O. wir sind. Jetzt sind es nur noch die Chipex. Hier seht ihr jeden. Die sitzt aber auf dem Boden. Und wisst ihr was, Leute? Morgen gibt es sogar noch mal einen neuen Vlog. Wir machen morgen einen Vlog im Kino. Wir machen morgen einen Kinovlog. Ich schwöre. Egal, ja. Weißt du, du bist eh die Beste. Ja, der Film ist ab 12 und du bist nicht mal 8. Wir sind jetzt im Zug zurück nach Watercastle. Ich muss sogar meine Haare zusammennehmen, weil ich kann nicht. Zusammennehmen. Und ich muss rücken. Heute erst ich. Ich habe heute auch mein Blick. So Leute, wir machen jetzt ein Haul. Wir fangen an mit Aylin. Diese Hose. Hey, ich bin so neidisch auf deine Klamotten. Ne? Dieses Oberteil. Dann haben wir dieses Buch, ein Detektiv-Party-Fall. Mhm. Dann haben wir mein Selfie-Album. Was ist das von deiner Seite? Ja. Dann geht's weiter mit dem Brief. Also ich. Okay, erstmal habe ich ein Special Edition Primark. Funko Exclusive. Das ist so ein Dings, ein. Ein Mickey Mouse? Mickey Mouse, der wo halb Mickey weiß, wunderbar ist. Dann habe ich gleich von Spider-Man Across the Spider-Verse, Spider-Man 2099 ist Spider-Man, das ist der Custom Spider-Man. Ja. Mhm. Dann habe ich noch einen indischen Spider-Man. Oh, der ist cool. Dreifachfiguren hat er gekauft. Dann habe ich hier noch ein Spider-Man, ein Handtuch. Wie cool. Oh, wie süß. So, mhm. Dann habe ich noch von. Auch von Snipes sind die ein. Ja, und noch eins hast du, und gell? Dann, mein dann eins von meinen Lieblings. Dein Highlight, ja. Highlight. Von Chicago. Chicago Bulls, Leute, man sieht eh, dass er ein Fan von Chicago Bulls ist. Look at this. Chicago Bulls ist besser als Lakers. Okay, jetzt next one. Leute, was ich mir gekauft habe, ist einmal diese Scheiße. Weil ich muss meine Haare zusammen machen. Und sie haben großes. Dann auch eine Buchtasche mit, aber vielleicht komme ich so auf dieses Buch. Mit dem Buch hier. Also, da ist was drinnen. Ja, das ist Ding, das ist Pisslik, ja. Pisslik. Ist doch Pisslik. Dann habe ich einen Badeanzug gekauft. Ein Badeanzug gekauft, aber das zeige ich euch jetzt nicht. Und eine Foundation. Das war's? Das war's. Okay. Also ja, es war sehr cool.
Die zwei waren so auf mich wegen einem Grund, was ihr morgen erfährt. Nein. Doch, wir machen euch Auto-Story-Time. Ja, wir machen auch Auto-Story-Time. Du filmst dich nicht gut, du filmst dich hochkant. Ja, warte. Du filmst dich hochkant. Auch das ist auch falsch. Film mich mal und dann gib mir mal, ich will Instagram. So, okay? Ja. Und dann, ja, und ich freue mich jetzt, dass ich dich stehen im Real Life sehe. Leider gab es nicht mal ein Wallace, weil das ist mein Favorite All-Time Spoiler. Film mich, nicht dich. Also Leute, mein Haul, ich habe mir einmal das da hier gekauft. Ich fand das voll cute, weil wenn wir da in die Türkei fahren, Leute, es kommen so lustige Türkei-Vlogs von uns. Wir machen natürlich Türkei. Okay Leute, dann habe ich ein Twin-Tasche mit Belly Shelly Mon Shelly gekauft. Stimmt, wir sind Twins. Was sind deine Süße? Das ist ein bisschen zu cute. Und das Buch, was ich gekauft habe, ist If He Had Been With Me. Ja. Sag mal hinten und so, tu mal ein bisschen so zeigen. Genau. Okay, und jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden Part. Oh, das gibt einmal meiner Mutter, Catrice. Okay, Leute, jetzt kommen wir zum richtig spannenden Part. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben was von Douglas gekauft, ihr wisst nicht. Und zwar habe ich von The Ordinary einmal das gekauft, das was man immer auf TikTok sieht. Und das hier wurde mir von Jenny mit J. Jenny mit J empfohlen. Ich erzähle euch gleich. Dann habe ich natürlich so zwei Tester bekommen. Und dann habe ich mir noch zwei Washi-Tapes von Sally in ihrem Arbeitsplatz gekauft. Leute, ich habe sie bereichert. Und ich habe 5,9 Cent Lollis gekauft. That's it. Jetzt zeig du mir mal deine Sachen. Ich habe Stitch und Stella gekauft. So diese Angel. Hier ist Scrunchies. Und hier habe ich noch einen Bademantel. So ein Badetuch. Also Leute, wir sind back in Watercastle. Wir sagen jetzt tschüss. Das war's mit unserem München-Vlog. Wir waren die G-Pack-Gang. Like, kommentiert, abonniert und tschüss.